Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Keine Ahnung, was die wollen. Das ist echt so nervtötend. Wie soll man das verstehen? Verstehe das nicht. Kaufst du so ein dickes Buch, kapiert man trotzdem nicht. Muss ich mal anrufen, das geht nicht. So, anrufen. So. Hallo? Hi, Max, du. Ich bin total genervt. Ich will gerade einen Antrag schreiben für so eine Stiftung und ich drehe komplett durch. Die wollen Sachen machen, die habe ich noch nie gehört. Du findest nirgendwo irgendwie ein Beispiel oder sowas. Soll Datenmanagement einen Absatz schreiben und erklären. Was ist das überhaupt? Doch, überhaupt kein Problem, Fabian. Forschungsdatenmanagement ist eigentlich einfach nur so, dass du dir eben, bevor du anfängst, Forschung zu machen, dir ein bisschen Gedanken darüber machst, was du eigentlich machen willst. Dafür musst du eben diesen Datenmanagementplan erstellen. Und den musst du auch nicht selber erfinden oder aufschreiben, sondern da gibt es schon wahnsinnig viele Vorlagen. Und ich kann dir mal ganz kurz erklären, wie so ein Datenmanagementplan strukturiert ist. Das wäre gut, weil ich bin komplett verwirrt. Ich habe echt keine Zeit für so einen Schwachsinn. Ich habe jetzt gerade heute Dienst frei und morgen muss ich wieder arbeiten. Es muss heute erledigt sein und ich habe da echt keinen Bock, mich da in diesen ganzen Zeug tief einzuarbeiten. Okay, also so ein Datenmanagementplan muss man sich vorstellen wie so eine Klammer. Und diese Klammer hält so dein Forschungsprojekt zusammen. Das Wichtige dort ist, dort sammelst du praktisch alles, damit du dann dein Forschungsprojekt relativ locker, flockig durchführen kannst. Also fangen wir mit der ersten Sektion an. Das sind einfach administrative Details. Und da geht es wirklich nur um so Sachen. Wie heißt denn überhaupt sein Projekt? Beschreibung dieses Projektes, was willst du eigentlich erforschen? Wer gibt dir Geld? Was ist zum Beispiel deine Grant Number? Was sind Partnerorganisationen? Gibt es irgendwelche Verträge dafür? Eben, hast du eine Ethikfreigabe? Die kannst du dann da auch verlinken. Und solche Sachen. Das ist so dieser administrative Teil. Und dann können wir weitergehen. Wie sieht denn normalerweise deine Forschung aus, Fabian? Meine Forschung, ja. Was? Also ich nehme an, zuerst willst du natürlich Daten erheben, Ja oder? klar, ich frag Patienten was, ich gebe denen Fragebögen, ich untersuche die Richtig. und dann gucke ich, was rausgekommen ist. Genau. Und Normal halt. das musst du auch in diesem Datenmanagementplan aufnehmen. Jetzt kommen wir eben zu der Datenerhebung. Und dort musst du eben sagen, Das habe ja, ich doch wo alles für kommen den denn deine Ethikantrag Daten her? reingeschrieben. Jetzt kommen, wo kommen denn deine Daten her? Hast du dann überhaupt die Einwilligung der Patienten? Genau, wie werden die erhoben? Ist da einfach irgendein PhD-Student, der das alles aufschreibt, oder holst du das direkt aus irgendwelchen Computersystemen, die schon da sind? Welche Tools benutzt du? Welche Software benutzt du? Und auch so Sachen, ja, wie viel Daten willst du denn? Hast du da Terabyte von Daten oder hast du nur, keine Ahnung, eine Excel? Solche Sachen werden dann da gemacht. Und der nächste Schritt, den man ja natürlich auch nicht vergessen sollte, das ist auch, wie du diese Daten dann aufbewahrst. Ja? Aber jetzt mit einer blöden Frage. Ich meine, das habe ich ja alles ja schon gemacht, als ich einen Ethikantrag geschrieben habe, eine Datenschutzfolgenabschätzung geschrieben habe. Was bringt mir das dann, das Ganze dann? Dass ich mir Gedanken mache, wo ich es aufbewahre oder was ist das Ziel? Ja, es bringt es dir, dass du einen zentralen Ort hast, wo du nachgucken kannst, wo du zum Beispiel deine Ethikfreigaben hast und so. Und wie gesagt, es gibt manche Sachen, über die dich der Datenmanagementplan zwingt, dir Gedanken zu machen. Und das ist zum Beispiel eben auch, wo du die Daten aufbewahrst. Wie hast du das denn bisher gemacht? Waren das auf irgendwelchen USB-Sticks oder so? Ja, oder in Ordnern. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt die sicherste Art und Weise, Daten aufzubewahren. Also gibt es natürlich auch eine Sektion, wo du dir Gedanken drüber machen sollst, ja,
Wo bewahrst du denn die Daten auf? Und was ist denn überhaupt mit Datensicherheit? Darüber denken ja die wenigsten nach. Was passiert jetzt zum Beispiel, wenn hochsensible Patientendaten verloren gehen? Ich meine, die werden sich sicher beschweren. Dann gibt es einen Riesenskandal und ein Krankenhaus steht in den Medien. Und das kann natürlich niemand wollen. Das heißt, du musst dir natürlich irgendwie überlegen, wie kannst du deine Daten sicher aufbewahren. Und Sicherheit bedeutet nicht einfach irgendein Hacker greift zu, sondern zum Beispiel auch, hast du überhaupt Backups von den Daten, ja? Ist es nur auf Du einer meinst also Festplatte? ein USB-Stick in Gitarrenform, der taugt dafür nicht, oder wie? Nee, der taugt da im Moment leider noch nicht, denke ich. Du Okay. brauchst zumindest einen zweiten USB-Stick. Genau. Wo Okay. werden die Daten noch aufbewahrt? In so klinischen Setups ist es meistens innerhalb eines Kliniknetzwerkes. Und so weiter. Also das ist dann praktisch dieser Datenaufbewahrungspart. Jetzt gehen wir weiter. Okay, die Daten, ja, die du dann erheben willst, ja, da musst du dir ja auch ein bisschen Gedanken drüber machen. Wie sehen die aus? Also und dafür musst du dann auch vielleicht so eine Dokumentation schreiben. Eben. Ich bin jetzt kein Arzt, ich kenne mich nicht mit deinem Forschungsgebiet aus, aber ich nehme zum Beispiel an, dass Diagnosen zum Beispiel für dich interessant sind. Eben, du machst eine Studie über ein Beispiel. Prostatakrebs. Prostatakrebs, genau. Dann musst du natürlich auch wissen, dass wenn dann Patienten in deinen Bogen aufgenommen werden, dass dann nicht irgendein Assistent schreibt, der eine schreibt Prostatakrebs, der andere schreibt Prostatakarzinom und der dritte schreibt PC oder so, ja. Das ist ja eigentlich alles das Gleiche. Das wäre ja furchtbar, wenn das so wäre. Sondern du musst dann zum Beispiel festlegen und sagen, okay, alle Diagnosen werden zum Beispiel mit dem ICD-10-Katalog kodiert. Das heißt, dann legst du fest, wie die Daten erfasst werden. Und das spart dir nämlich eine Menge Ärger hinterher, weil sonst musst du hinterher aus diesen unordentlichen Daten dann irgendwie einen schönen Datensatz raus. Und da fängt es dann an, langsam, dass dieser Datenmanagementplan sich dann eben auch bezahlt macht, weil dann musst du später mit diesen ganzen Datenqualitätsproblemen dich gar nicht auseinandersetzen, zum Beispiel. Auch eine Stimmt, das wäre Frage, gut, wenn man sich ja vorher mal drüber Gedanken macht. alle Fälle, auch eine Frage ist natürlich auch, gibt es verschiedene Versionen von deinem Datensatz? Wie machst du die Versionskontrolle, damit du immer weißt, dass du auf dem richtigen Stand bist. Also wenn du jetzt deine Studie zum Beispiel noch erweiterst oder so. Genau. Und das sind diese ganzen Sachen, die man eben in dieser Datendokumentation Teil dann erläutern muss. Genau. So, jetzt kommt ein Teil, da sind viele Wissenschaftler ein bisschen unangenehm berührt und das ist der Datenzugangsteil. Weil es ist so, dass oftmals natürlich auch gefordert wird, dass die Daten veröffentlicht werden. Und deswegen soll auch vorher geregelt werden, wer hat wann Zugang zu diesen Daten. Also während des Erhebungsprozesses wird der Kreis ja wahrscheinlich eingeschränkt sein, aber es sollte trotzdem dort festgelegt werden. Und hinterher, nachdem es publiziert worden ist, soll dann auch aufgeschrieben werden, also wie kann man jetzt als Externer auch auf diese Daten zugreifen zum Beispiel. Aber ich kann doch nicht den Leuten sagen, hier ist die Datenbank, wo drin steht, dass der Herr Müller Erektionsstörungen hat. Ja, Geht doch genau, nicht. eben. Und das ist ja genau der Punkt. Du kannst ihnen nicht sagen, dass der Herr Müller Erektionsstörungen hat. Aber was du natürlich machen kannst, ist, du kannst ihnen einen anonymisierten Datensatz geben, wo der Patient XY Erektionsstörungen hat zum Beispiel. Und da geht es genau darum, welche Version der Daten ist für wen zu welchem Zeitpunkt. Okay. Und jetzt kommen wir noch natürlich auch zum nächsten Teil und das ist, nachdem du publiziert hast, ja, was passiert denn mit deinen Daten, Fabian? Die liegen in meiner Schublade. Genau, Nein. und es ist eben so, dass natürlich vielleicht nicht so gut ist, weil erstens soll es ja so sein, dass deine Wissenschaft auch nachvollziehbar ist. Und
damit sie nachvollziehbar ist, müssen diese Daten auch irgendwie öffentlich zugänglich sein. Und das Zweite ist auch, dass das auch immer mehr von den Leuten eingefordert wird, die dir ja Geld geben, damit du diese Forschung machst. Und dort wurden in den vor 5 Jahren auch Kriterien definiert, wie das aussehen soll. Und das sind diese sogenannten FAIR-Kriterien. Was zum Teufel sind Fair-Kriterien? FAIR-Kriterien ist ein Akronym und steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Diese Wissenschaftlertruppe ist zusammengekommen und hat gesagt, okay, wie müssen denn Daten aussehen, damit ich als Forscher die eigentlich für ein anderes Forschungsprojekt vielleicht auch nutzen kann. Da kamen sie mit diesen 4 Kriterien auf und Findable ist natürlich selbsterklärend. Muss so sein, dass wenn jemand nach einem Datensatz sucht, zum Beispiel nach deinen Prostatakarzinom-Daten, dass er deine Studie auch findet. Ja? Also dieser Datensatz muss irgendwo auffindbar sein. Das ist Findable. Das Accessible ist, dieser Forscher braucht dann irgendeinen Weg, wie er an deine Daten rankommt. Das heißt nicht, dass die einfach runterladbar sein, obwohl das in anonymisierter Form wahrscheinlich erfolgt. Aber zumindest muss irgendwo stehen, wen er denn fragen muss, damit er diese Ah, Daten bekommt. das ist ja nett. Dann fragt er mich wenigstens vorher und dann kann ich auch mit ihm darüber reden, was die Daten bedeuten oder was, ob er sie überhaupt haben darf. Ja, also normalerweise ist da auch geregelt, dass wenn er gewisse Kriterien einhält, dann natürlich auch Zugriff kriegt auf die Daten. Also du kannst nicht von vornherein nein sagen. Also. Genau. Das Interoperable ist auch sehr klar. Da geht es darum, in der Wissenschaft setzt man manchmal sehr komische Techniken ein. Man hat vielleicht Maschinen, die produzieren irgendwelche ganz komischen Datenformate. Ist ja auch so, dass irgendwie in der Medizin viel Excel benutzt wird und so. Und das ist ja eigentlich auch ein proprietäres Datenformat. Und eigentlich sollte es so sein, dass die Daten in der Form liegen, die einfach in anderen Programmen auch benutzt werden kann. Und dafür steht eben diese Interoperabilität. Eben nicht okay ist, dass man irgendwelche exotischen Formate von irgendwelchen Spektrometern nimmt, die überhaupt nicht mehr produziert werden, sondern dass diese Spektren in einem Format vorliegen, die auch jede andere Software auch benutzen kann. Das ist der Interoperabilitätsaspekt und der vierte Aspekt ist der Reusable-Aspekt. Das bedeutet, diese Daten sollen natürlich wiederverwendet werden, um vielleicht neue Erkenntnisse aus deinen Daten zu generieren. Und davon hast du auch was, Fabian. Denn dann werden nämlich deine Papers zitiert. Ah, sehr schön. Gefällt mir. Und das hört sich immer irgendwie an, als ob das total viel Arbeit ist. Gibt es da irgendwie einen Weg, wie ich mir die Arbeit vereinfachen kann? Oder gibt es Leute, die mir da helfen können? Natürlich. Also Muss ich alles selber erstens machen? hast du mich ja angerufen, also ich kann dir auch helfen. Eben. Aber ich muss das ja natürlich auch nicht selber machen. Es gibt da jede Menge Templates, die auch verfügbar sind. Und die werde ich dir auch im Anschluss schicken und hier auch verlinken. Es gibt aber allerdings einen Punkt, über den hast du jetzt noch nicht nachgedacht. Das wird von Wissenschaftlern meistens ausgelassen. Weißt du, welches das ist? Nee. Sind die Kosten. Das Ganze kostet nämlich auch Geld. Also, Moment mal. genau, denn du musst überlegen, du hast deine Daten, wenn es große Datenmengen sind, müssen die aufbewahrt werden, müssen gemanagt werden und dann ist es so, dass manche Projektträger zum Beispiel fordern, dass du diese Daten 10 Jahre aufbewahrst. Ja? So. Und dafür musst du natürlich auch zahlen. Und das musst du Habe schon einen USB-Stick. auch. Ja, das Kann ich ist den nicht in meine Schublade legen? allerdings so auch nicht zulässig. Und es macht auch deine Forschung angreifbar. Wenn dieser USB-Stick verloren geht und jemand sagt, du hast Mist gebaut, kannst du nicht beweisen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Also es schützt auch dich selber, wenn du deine Rohdaten in guten Formen für möglichst lange Zeit aufbewahrst. Aber der ist super, der sieht aus wie eine Gitarre. Weißt, aber die Frage ist doch, ob es in 5 Jahren noch
Laptops geben wird, die einen USB-Stick Das ist ein Argument. Geht an meinem neuen Laptop nämlich nicht mehr. Genau. Naja, Okay, wo aber speichere ich das Ganze dann? genau, da gibt es natürlich Dienstleister. Das muss man auch nicht selber machen. Man kann auch einfach seine Universitätsbibliothek fragen. Es gibt allerdings auch professionelle Anbieter, an die man sich wenden kann, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom bietet Datenspeicherung an oder auch Amazon. Da muss man allerdings dann das Metadatenmanagement selber machen. Aber das würde jetzt zu weit führen, das hier auszubreiten. Okay. Aber ich hoffe, damit konnte ich Aber dir jetzt das weiterhelfen. brauche ich ja erst dann, wenn ich die Daten erhoben habe und dann komme ich mal auf dich zu und dann machst du mir das alles. Nein, nein, nein. Der Nein? Witz von diesem Datenmanagementplan ist, dass du dir jetzt schon Gedanken machst, weil dann ist es nämlich so, dass du dich auch darauf vorbereiten kannst, die ganzen Sachen, die du ja brauchst, um diesen Datenprojekt umzusetzen, bereit hast, wenn du sie dann brauchst, weil Aber jetzt mal blöde Frage, wer bezahlt das denn? Kann ich das in den Antrag mit reinschreiben, dass ich dann Kosten habe für das Aufbewahren und kriege ich die dann erstattet? ja, vor allem da viele Geldgeber sogar aktiv Datenmanagement einfordern. Zum Beispiel das Horizon 2020 oder wahrscheinlich jetzt Horizon 2030-Programm der Europäischen Union verlangt einen Datenmanagementplan, verlangt die Archivierung und es verlangt die Aufbewahrung der Daten in einer nach den FAIR-Kriterien. Gut, ich meine, wenn sie es verlangen, müssen sie es auch bezahlen. Zahlen sie auch. Nicht gut. Dann ist ja gar nicht mehr so großes Problem, wenn man es bezahlt bekommt. Genau. Wunderbar. Okay, danke schön. Und das, dann, ich glaube, dann habe ich jetzt erstmal so, was ich wissen wollte. Ich würde dann nochmal auf die zurückkommen, wenn es in Details geht. Wunderbar. Okay. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Dankeschön. Dann alles Gute. Bis denn.